Dann begrüßen wir Tizian, der im Frankfurter Office von MongoDB aktiv ist. Wir hatten eben ja schon das Thema Daten und den Umgang mit Daten und genau da wird Tizian entsprechend da mal den Punkt auch aufgreifen. Und dein Statement ist, Data is the new oil. Genau. Ja? Man sieht die Bedeutung in den Diskussionen, in den ganzen Services, die Google da entsprechend etabliert hat. Und ihr seid letztendlich einer der beliebtesten Services auch auf der Google Cloud-Plattform, die entsprechend genutzt werden. Und ja, wir freuen uns, dass du heute hier bist. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Genau, du hast es angesprochen. MongoDB ist, glaube ich, von den Non-Google-Diensten auf GCP der drittbeliebteste, irgendwie nach Ubuntu und WordPress. Kurze Frage, wer kennt denn MongoDB? Okay, dann für den Rest, ich stelle die Grundlagen noch mal kurz vor, bevor ich dann auch in eine Demo einsteigen möchte. MongoDB ist als Open-Source-Projekt ungefähr so 2007 gestartet. Damals noch als Nischendatenbank im NoSQL-Umfeld. NoSQL generell hat in den letzten 10 Jahren sehr unterschiedliche Ausprägungen genommen und MongoDB ist ein sogenannter Document Store und mittlerweile hat es sich zu einer sehr breiten Datenplattform entwickelt, die im Prinzip auf 3 Säulen basiert. Zum ersten, dass es ein sehr natürlicher Umgang und ein sehr natürliches Arbeiten mit Daten ist, aber dass Daten auch sehr einfach, sehr intelligent verteilt werden können und dass die Datenbank komplett deployment-agnostisch ist. Was verstehen wir unter dem Thema Best Way to Work with Data, dass es sehr natürlich ist? Für einen Entwickler ist es sehr einfach, mit MongoDB zu arbeiten. Ich habe hier mal ein Beispiel, relationale Welt gegenübergestellt zu einem Document Store wie MongoDB. Also wenn wir uns vorlegen überlegen, dass irgendwie in der realen Welt überwiegend Objekte sind, wir haben beispielsweise Kunden, die haben verschiedene Attribute, die haben Namen, die haben Vornamen, die haben eine Adresse, die haben eine Telefonnummer. Und heutzutage entwickelt eigentlich jeder seine Applikation auch in einer objektorientierten Programmiersprache. Aber früher ist dann immer der Bruch erfolgt, dass die Daten oder die Objekte aufgebrochen werden mussten und in der relationalen Welt in verschiedene Daten aufgeteilt werden mussten. Unsere Gründer hat das sehr stark gestört. Und die wollten damals bei einer Applikation, die sie entwickeln wollten, das grundlegend verändern und haben deswegen sich überlegt, eine Datenbank zu bauen, die nativer mit objektorientierten Programmiersprachen zusammenarbeiten kann und haben dann nach einer gewissen Zeit festgestellt, okay, eigentlich ist gerade die Datenbank, an der wir hier arbeiten, viel interessanter als die Applikation und ist deshalb auch dann darauf fokussiert, als Open Source zur Verfügung gestellt und das Feedback ist über die letzten 10 Jahre sehr positiv gewesen. Wir sehen hier den Unterschied. In der relationalen Welt arbeite ich mit Tabellen. Ich muss meine Daten verteilen auf verschiedene Tabellen. In einem Document Store, wir haben hier ein JSON-Format, habe ich alle Informationen, die zusammengehören, wie in diesem Beispiel ein Kunde, der einen Mobilfunktarif hat, alle zusammengehörend in einem Dokument. Warum vereinfacht das die Entwicklung von Applikationen? Wenn wir uns das mal als High-Level vorstellen. Wir haben oben eine Applikation, die mit Objekten arbeitet. In der relationalen Welt muss ich diese jetzt aufteilen in verschiedene Datenbanken. Es gibt da Tools, die es automatisiert für mich machen, aber dennoch habe ich immer einen Bruch. Mit MongoDB sieht die ganze Welt so aus. Ein Objekt in meiner Applikation kann ich als einfaches Dokument in der Datenbank abspeichern. Ist für einen Entwickler eine viel natürlichere Art und Weise, mit Daten zu arbeiten. Es ist auch wesentlich flexibler. Ich muss in relationalen Welten mit Joins arbeiten, wenn ich die Tabellen bearbeiten will, wenn ich Änderungen in meiner Applikation vornehme, wenn ich neue Attribute mit aufnehme, muss ich mich mit meinem DBA abstimmen, brauche ich eine neue Tabelle, brauche ich eine neue Spalte. Ich kann nicht so autark arbeiten. Ich habe hier mal ein paar Beispiele. Wenn ich beispielsweise Änderungen vornehme, brauche ich eine neue Spalte oder ich brauche hier unten eine neue Spalte oder ich brauche ganz und gar eine neue Tabelle. Und das muss immer in Abstimmung mit einem in der Regel DBA passieren oder ich muss es selbst machen, weil ich immer mein Datenmodell anpassen muss. In MongoDB ist das jeweils einfach eine zusätzliche Zeile im Dokument und da ich diese Änderungen ja auch in meiner Applikation schon in meinem Objekt habe, kann ich es auch 1:1 einfach in das Dokument von MongoDB übernehmen.
Der Vorteil ist außerdem, in der relationalen Welt muss ich mit Versionierungen arbeiten. Ich muss meine Tabellen updaten und immer eine aktuelle Version haben. MongoDB ist in der Lage, mit verschiedenen Versionen meiner Dokumente zu arbeiten. Das bedeutet, ich kann, wenn ich bei dem einen Kunden schon Änderungen vorgenommen habe in dem Dokument, meine Applikation damit arbeiten. Vielleicht habe ich bei meinen anderen 100 Kunden das aber noch nicht gemacht. Die Datenbank kann mit verschiedenen Versionen umgehen. Warum? Weil wir wollen, dass die Datenbank dem Entwickler folgt. Wir glauben, dass Entwickler heutzutage das höchste Gut für Unternehmen sind, um Innovation zu schaffen, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen. Und unser Ziel ist es, diese so produktiv wie möglich zu machen. In vielen Anwendungsfällen ist ein Document Store auch wesentlich schneller als eine relationale Datenbank. Das kommt wieder auf die Joins zusammen. Ich habe einen zentralen Platz, wo ich lese und schreibe. Wenn ich mit mehreren Joins arbeite, muss ich immer wieder auf unterschiedliche Tabellen lesen zugreifen. Außerdem ist MongoDB breitflächig einsetzbar. Ich habe gesagt, wir sind in einem sehr kleinen Nischenbereich gestartet und haben uns dann breit entwickelt. Das alles sind Use Cases, die sich mit MongoDB abdecken lassen. Also zum Beispiel ganz klar Dokumente, Dokumentenformate, aber auch relationale Themen. Also man denkt ja eigentlich, relationale Welt sollte ich mit einer relationalen Datenbank abbilden. In MongoDB habe ich sogar zwei Möglichkeiten, wie ich relational abbilden kann. Ich kann Verknüpfungen bilden, wie Joins in einer relationalen Welt, wenn ich das will. Ich kann aber auch eine Nested-Struktur in einem Dokument haben, sodass ich meine Verknüpfungen in einem Dokument widerspiegel. Für jeden dieser Bereiche gibt es auch absolute Experten. Ja? Also wir könnten hier eine Cassandra ranschreiben, wir könnten hier Redis ranschreiben, Elasticsearch, Kafka, die sind immer auf ihrem Gebiet absolute Spezialisten. Wir von MongoDB glauben aber, dass es sehr komplex ist, wenn ich mir alle diese Technologien aneignen will für einzelne Use Cases und die am Ende des Tages auch betreiben muss. Wir glauben, dass wir für viele Anwendungsfälle gar nicht diese Komplexität der Spezialisten brauchen, sondern dass wir gegebenenfalls 80-90% der Funktionalität der Spezialisten abdecken. Aber wenn ich mich einmal in MongoDB eingearbeitet habe, kann ich damit sehr viele Use Cases abdecken und muss mich nicht für jede Applikation, für jeden Use Case wieder in eine neue Technologie einarbeiten. Dadurch, dass es ein Document Store ist, können wir Daten auch intelligent verteilen. Was bedeutet das? Best Practice, wie MongoDB aufzusetzen ist, ist in einem sogenannten Replica-Set. Ich arbeite hier mit drei Nodes. Ich habe einen Primary, auf den meine Applikation lesend und schreibend zugreift und habe automatisch innerhalb von MongoDB eine Replikation auf zwei Secondaries. Warum? Erstes Thema, Hochverfügbarkeit. Wenn mein Primary ausfällt, springt automatisch einer der Secondaries ein. Das heißt, eine Applikation kann unberührt davon, wenn ich irgendwo unten in der Datenbank einen Ausfall habe, weiterarbeiten. Sei es, dass eine virtuelle Maschine abstürzt, ein Container oder mir ganz und gar ein ganzer Server wegbricht. Wenn ich das über verschiedene Systeme verteilt habe, springt automatisch einer der Secondaries ein. Ich kann das aber auch für rollierende Updates nutzen. Ich date erst einen der Secondaries ab, dann den zweiten und zum Schluss den Primary. Ich habe automatisches Failover und auch wenn ein Node zurückkommt, verbindet es sich automatisch wieder mit dem Verbund, synchronisiert sich auch wieder, wir nennen das Auto-Healing. Das heißt, sowohl geplante als auch ungeplante Ausfälle gibt es eigentlich nicht mehr, weil ich dauerhaft hochverfügbar bin, auch für Maintenance-Fälle. Ich kann das stark erweitern bis auf 50 Nodes, wenn ich beispielsweise sage, ich möchte das über mehrere Datacenter, verschiedene Regionen verteilen, so bin ich sogar ausfallsicher, wenn mir ein komplettes Datacenter wegbrechen würde. Ich kann das aber auch noch für einen zweiten Use Case nutzen, und zwar, wenn ich Workloads isolieren möchte. Ich habe gesagt, die Applikation schreibt und liest immer auf den Primary, wir erlauben aber auch von einem Secondary zu lesen. Geschrieben wird immer auf einen Primary, weil wir Datenkonsistenz gewährleisten wollen. CAP-Theorem wurde vorhin auch schon mal angesprochen. Wir haben die Entscheidung getroffen, Datenkonsistenz ist uns sehr wichtig. Wenn wir Multiple Writes erlauben würden, hätten wir da einen Kompromiss, den wir eingehen müssten. Wir erlauben aber Lesen von Secondaries und so können sich hier beispielsweise Workloads isolieren. Ich kann meinem operativen Geschäft immer auf den Primary zugreifen,
Und vielleicht habe ich Data Scientists, Data Engineers, die Analysen mit meinen Daten machen. Und dann kann ich sagen, okay, ich baue euch noch weitere Secondaries auf die dürft nur ihr zugreifen, da könnt ihr eure Analysen drauf machen. Und ich laufe keine Gefahr, wenn die komplexe Analysen darauf fahren, die gegebenenfalls meine Nodes auslasten, habe ich das komplett von meinem operationalen Workload getrennt und brauche keine Angst haben, dass die irgendwie mit meinem Tagesgeschäft interferieren. Außerdem kann ich auch sagen, hey, diese dedizierten Analytics-Nodes, die dürfen niemals primary werden. Das kann ich alles konfigurieren und denen verschiedene Daten mitgeben. Wer aus dem Datenbankumfeld kommt und mit SQL oder NoSQL-Datenbanken gearbeitet hat, der weiß, klassische BI-Tools sprechen SQL, funktionieren eigentlich nicht mit einer NoSQL-Datenbank, da wir keine Tabellenstruktur haben. Bei MongoDB gibt es relativ simpel einen BI-Connector, sodass Unternehmen, die ja in der Regel nicht auf der grünen Wiese starten und BI-Tools wie Tableau, Cognos oder andere im Einsatz haben, diese auch weiter verwenden können. Der Connector übersetzt einfach die SQL-Abfrage in unsere eigene Query Language, die MongoDB Query Language. Das ist nochmal kurze Zusammenfassung. Wir haben seit der vorletzten Version auch Change Streams im Einsatz. Wenn ich event-driven arbeiten will, ist auch das möglich. Der zweite Punkt, warum MongoDB auch oft im IoT-Umfeld zum Einsatz kommt oder wenn ich große Datenmengen verarbeiten muss, durch diese intelligente Verteilung ermöglichen wir auch eine horizontale Skalierung. Wir können klassisch auch vertikal skalieren, aber dadurch, dass wir keine Tabellen haben, sondern die Dokumente frei verteilen können, können wir horizontal skalieren. Auf Standard-Hardware ist in der Regel günstiger, einfacher vorherzusagen, bringt noch weitere Vorteile mit sich. Wir nennen das Konzept Sharding und jedes Shard besteht an sich wieder aus dem bereits erwähnten Replikaset, sodass gewährleistet ist, dass jedes Shard für sich hochverfügbar ist. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich Sharden kann. Range-based zum Beispiel, ich könnte sagen, die Kunden, die mit A oder B anfangen auf meinem ersten Shard, und dann kann ich das so nach Alphabet aufteilen. Ich könnte das nach Telefonnummer, nach was auch immer aufteilen. Ich kann auch sagen, ich mache das Ganze hash-based, dann passiert es mehr oder weniger nach einem Zufallsprinzip und es ist gewährleistet, dass meine Daten ausbalanciert auf allen Shards sind. Und der dritte Punkt, wie ich Sharden kann, ist tag-aware. Ich kann meinen Dokumenten Tags mitgeben und wofür Kunden, die das, vor allem Kunden, die global agieren, das hauptsächlich nutzen, ist, dass sie den Dokumenten Geotags mitgeben. Zum Beispiel kann ich sagen, deutsche Kunden bekommen ein Geotag Deutschland, werden in einem deutschen Chart gespeichert, amerikanische Kunden in einem Chart, was in einem amerikanischen Datacenter steht. So habe ich gewährleistet, dass die Daten meiner Kunden das jeweilige Land nicht verlassen. Der Vorteil für die Applikation, den Entwickler und den Betrieb ist, das Ganze ist trotzdem eine Datenbank. Die Applikation muss nicht mit mehreren Datenbanken umgehen, sondern es ist eine Datenbank, obwohl die Daten nachher global verteilt werden. Die letzte Säule, Freedom to Run Anywhere, bedeutet im Prinzip, dass MongoDB agnostisch ist, wo es deployed wird. Ich kann es hier auf meinem Notebook installieren für Entwicklungs- und Testzwecke. Ich kann das nachher, wenn ich will, auf eine Mainframe ausrollen. Es gibt tatsächlich Kunden, die das gemacht haben. Auf einer x86-Infrastruktur, in einem Container, in einer VM, Private Cloud, Public Cloud. Es ist überall exakt die gleiche Datenbank, die mir dann auch Migrationen deutlich einfacher macht. Außerdem gibt es MongoDB als Managed Service, den ich dann jetzt auch gleich zeigen will, verfügbar von allen drei großen Cloud-Providern, AWS, Azure und GCP. Das ist auch eins der Punkte, den unseren Gründern damals sehr wichtig war, dass ich sehr einfach von On-Premise in die Cloud migrieren kann, wenn nötig, aber auch wieder zurück. Das sind die Punkte, die ich jetzt mal versucht habe, im Schnelldurchlauf zu adressieren, damit die Grundlagen einigermaßen verstanden sind. Bevor ich in die Demo gehe, gibt es dazu Fragen? Okay, dann springe ich mal in die Demo. Dann machen wir jetzt genau das, von dem einem alle Leute abraten. Zum einen machen wir eine Live-Demo und zum anderen macht die einen Nicht-Techniker.
Das hier ist unser Managed Service, heißt MongoDB Atlas. Ich habe bereits gesagt, MongoDB ist Deployment agnostisch. Heißt, ich kann jetzt auch selber mir Infrastruktur bei GCP mieten und MongoDB dort installieren. Dann muss ich es aber selbst betreiben und selbst managen. MongoDB Atlas ist ein Fully Managed Cloud Service, heißt, wir von MongoDB übernehmen das alles für den Kunden und der Kunde nutzt nur noch den Service. Wir sehen hier schon ein Beispiel, Thema Security. Es ist gewährleistet, dass MongoDB damit nach den Best Practices aufgesetzt wird, alle Security Features enabled sind, wo ich gegebenenfalls, wenn ich das selbst mache und konfiguriere, Fehler machen könnte. Wir haben mit Recapture schon das erste Security Feature. Ich kann mir hier einen Account erstellen, wenn ich es auch einfach ausprobieren will. Der Account an sich ist erstmal komplett kostenfrei. Ich muss auch keine Kreditkarte oder ähnliches hinterlegen. Und dann bin ich schon in dieser Oberfläche. Ich will jetzt mal zeigen, wie einfach man hier einen Cluster kreieren kann. In dem ersten Schritt wähle ich den Cloud-Provider aus. Wir machen jetzt hier mal zum Beispiel Google. Und es gibt auch ein Free-Tier, wo ich kostenlos testen kann. Das sind dann Shared-Infrastruktur-Ressourcen, heißt, da kann ich jetzt keine Lasttests oder Performance-Tests drauf machen, weil da gleichzeitig auch andere Leute drauf sind und testen. Also erster Schritt, Cloud-Provider auswählen. Zweiter Schritt, die Region auswählen, die ich haben will. Dann kann ich hier noch sagen, ob ich mehrere Regions haben will, also das Replica-Set, ob ich das jetzt über mehrere Data-Center hinweg verteilen will. Selbst wenn ich in einem Data-Center bleibe, gewährleisten wir, dass wir in dieser Region das Replica-Set über mehrere Availability Zones hinweg aufbauen, um dieses Thema Hochverfügbarkeit zu gewährleisten. Das heißt, selbst sollte der unrealistische Fall eintreten, dass bei Google eine komplette Availability Zone wegbricht, ist mein Datenbankcluster trotzdem noch verfügbar. In einem zweiten Schritt wähle ich dann die Ressourcen, kommt auf die Anforderungen meiner Applikation an, wie schreibintensiv, wie leseintensiv ist sie, kann ich hier dann verschiedene Instanzen auswählen, die haben unterschiedliche Größen, was RAM und CPU angeht und kann dazu noch mein Storage flexibel, unabhängig davon anpassen. Hier gibt es noch ein kleines, ganz nettes Feature, nennt sich Auto-Expand. Bedeutet im Endeffekt, sobald mein Storage bei 90% Kapazität angelangt ist, erweitern wir ihn automatisch so weit, bis wieder mindestens 30% verfügbar sind. Ich kann das auch wegnehmen, wenn ich sagen will, ich will mehr Kostenkontrolle, ich will das eigenständig haben. Die meisten Kunden schalten es an, weil sie nicht Gefahr laufen wollen, dass mein Storage überläuft. Dann, wie gesagt, habe ich hier meine Ressourcen ausgesucht, dann kann ich hier noch zusätzliche Settings vornehmen. Ich kann sagen, welche Version ich deployed haben möchte. Ich kann sagen, ob ich ein Backup haben möchte oder nicht. Hier kann ich das Sharding-Konzept zur Skalierung an- oder ausschalten. Ich kann den BI-Connector enablen und ich kann noch sagen, ob ich mein eigenes Key-Management-System für die Verschlüsselung nutzen möchte oder nicht. Wir garantieren, dass Verschlüsselung at rest und in flight immer automatisch eingeschaltet ist. Hier kann ich halt noch sagen, wer soll die Keys managen. Und dann kann ich das Ganze einfach dann würde ich dem Ganzen noch einen Namen geben. Und kann es dann einfach kreieren. Wir übernehmen dann das Deployment im Hintergrund, garantieren, dass das Cluster innerhalb von 7 bis 10 Minuten verfügbar ist und es nach Best Practice nach einem Replica-Set aufgebaut ist. Ich habe hier ein Demo-Cluster und will mal einen groben Überblick geben, was ich damit alles machen kann. Ich kann natürlich erstmal Realtime monitoren, was dort passiert, verschiedene Metriken abfragen, wenn ich einen sofortigen Blick auf mein Cluster haben will. Ich kann aber für Monitoring-Zwecke auch einfach hier die Metriken bestimmen, das zum Monitoren nutzen oder, was die meisten Kunden machen, einfach per API das Ganze an ihr eigentlich bestehendes Monitoring-System anbinden. Über Collections kann ich dann hier noch in meine Daten, in meine Datensätze gehen, mir die anschauen und der Performance Advisor ist ein ganz nettes Tool.
Wir können in MongoDB auch Indizes setzen. Wenn ich das nicht mache und ich habe komplexe Anfragen, erkennt das System automatisch, wenn diese Abfragen sehr langsam sind und macht Vorschläge, wo ein Indiz sinnvoll wäre. Und dann kann ich entscheiden, ob ich diesen Indiz setzen möchte oder nicht. Aber das System analysiert die Abfragen und sieht, wo gegebenenfalls Performance-Engpässe auftreten können. Hier kann ich dann noch verschiedene weitere Einstellungen vornehmen. Role-Based Access Control, je nachdem, was ich im Einsatz habe, kann ich per LDAP, kann mein Active Directory anbinden oder ich kann halt Rollen hier manuell definieren. Ich kann hier mein Backup managen, meine User und mein Team und ich entlaste eigentlich meinen Betrieb und die Idee war auch hier wieder, die Entwickler so produktiv wie möglich zu machen. MongoDB gehört im Rahmen der Entwickler nach Stack Overflow zu einer der beliebtesten Datenbanken für Entwickler und mit dem Service können Sie die Datenbank sehr einfach, sehr schnell nutzen, ohne sie selbst aufsetzen zu müssen, ohne selbst konfigurieren und managen zu müssen. Gibt es Fragen dazu? Eine Frage hier von Erik. Was sind die populärsten Workloads, die ihr so seht? Was sind die populärsten Use Cases? Für was wird Mongo am meisten verwendet? Also gestreut? Absolut gestreut. Okay. Wir haben weder eine Industrie, die es gerne einsetzt. Wir haben von Industrien, Banken, Versicherungen, Healthcare, Gaming, Online, absolut gemischt, von klein bis groß. Use Cases sind auch sehr unterschiedlich. Ein großer Use Case ist das Thema IoT, aus zwei Gründen. Das Skalierungsthema, ich kann sehr einfach, sehr groß skalieren. Und auch das zweite Thema, ich habe bei IoT-Use Cases oftmals die Herausforderung, dass ich Daten von Sensoren bekomme und diese Datenformate, können sich komplett unterscheiden. Plus, ich weiß oftmals nicht, was für Sensoren kommen in der Zukunft dazu und wie sehen die Daten aus. Durch das Dokumentenmodell habe ich in MongoDB ein sehr flexibles Datenschema, das ich sehr schnell, sehr einfach anpassen kann und nicht am Anfang festlegen muss. Das sind so die zwei Hauptkriterien für IoT. Das sind die Haupt-Use Cases. Ich sehe jetzt hier keinen, der da besonders hervorsticht, sondern die sind sehr ausbalanciert. Gibt es weitere Fragen? Ja? Eine? Dominik? Ja, neben den Resonanzpunkten, die du jetzt gezeigt hast, gibt es da auch noch Querverbindungen? Siehst du neue Bereiche, die noch nicht sichtbar sind für eure Software? Neue Bereiche, also eine Industrie beispielsweise, die wir gesehen haben in den letzten 12 Monaten, also in der Gaming-Industrie ist es sehr stark adaptiert worden und in den letzten 12 Monaten haben wir gesehen, dass es dort gigantisch groß geworden ist. Also es gibt global gesehen viele Entwicklerstudios, die für einzelne Spiele mit MongoDB angefangen haben und in den letzten 12 Monaten haben wir sehr viele Entscheidungen gesehen, dass die großflächig darauf umgestellt haben. Von den Use Cases her, wir sehen, dass mehr und mehr Softwarehersteller, die Standardsoftware herstellen, auf MongoDB setzen, auch aus unterschiedlichsten Bereichen, von CMS-Systemen über IoT-Plattformen. Das ist was wir auch immer stärker sehen, dass Standardsoftware auf MongoDB entwickelt wird. Weitere Fragen? Ansonsten bin ich dann auch noch da für Fragen oder einen tieferen Austausch. Dankeschön. Super. Danke auch von unserer Seite, Tizian.